Guten Morgen! Eine neue massive Studie aus China ist jetzt ausgewertet worden. Mehr als eine halbe Million Menschen wurden bis 2008 beobachtet und befragt. Und nun nach 8 Jahren der Auswertung hat man nun die Analyse fertiggestellt, die im England Journal of Medicine am 7. April dieses Jahres veröffentlicht wurde. Den Link zur Studie gibt es natürlich wie immer unten in der Infobox. In der Studie ging es um die Wirkung von rohem unerhitztem Obst auf die chinesische Bevölkerung, da dieses Obst fast ausschließlich im Gegensatz zur westlichen Welt in roher Form einnimmt. Man hat sozusagen die Chinesen verglichen, die vor allem Reis, Nudeln und generell warme Gerichte verzehrten, und zum anderen die Chinesen, die vermehrt rohes Obst konsumiert haben. Es wurde dabei keine Unterscheidung zwischen vegan und nicht vegan vollzogen, sondern wirklich nur der Unterschied zwischen einem hohen Konsum von rohem Obst im Vergleich zu Menschen, die einen nicht so hohen Anteil an rohem Obst verzehrt haben und die eher auf nicht rohe Lebensmittel ausgewichen sind, wie eben Reis und Nudeln. Ein Vergleich zwischen vegan und nicht vegan ist aufgrund der Masse der betrachteten Menschen als nicht notwendig erachtet worden, da aus der Analyse der Daten hervorgeht aus der Befragung, dass die Verteilung von Veganern und Nicht-Veganern in beiden Gruppen ähnlich war. War für mich ein bisschen erstaunlich, aber scheinbar hat der normale Omnivore genauso eine Passion zu Obst oder eben nicht wie der Veganer. Ne? Gut, die Ernährungswissenschaftler haben innerhalb der Studie die These aufgestellt, dass der Verzehr von insbesondere rohem Obst gesünder ist, weil die protektiven Inhaltsstoffe durch das Erhitzen leicht zerstört werden. Weiterhin war die Grundannahme, dass frisches Obst eine Reihe von Antioxidantien und verschiedenen bioaktiven Phytochemikalien enthalten, die Herz- und Blutgefäße jung halten. Auch der hohe Kaliumgehalt und die Ballaststoffe könnten eine gesunde Ernährung unterstützen. Und ja, der Entwicklung von Hypertonie und Typ 2 Diabetes entgegenwirken. Das waren die Thesen. Doch kommen wir nun zu den knallharten Fakten der Auswertung. Wenn es darum geht, Menschen, die viel rohes Obst verzehren, mit den Menschen zu vergleichen, die eher weniger Obst und damit eher gekochte Nahrung zu sich nehmen. Nochmal, dieser Zusammenhang lässt sich wirklich nur deshalb ableiten, dass diese Studie oder da in der Studie auch explizit erwähnt wurde, da die Chinesen nicht wie die westliche Bevölkerung das Obst häufiger in Backwaren oder Fertiggerichten verzehren, sondern das Obst wirklich in seiner unzerstörten rohen Form genießen. Na? Daher lassen sich die Erkenntnisse, die daraus abgeleitet wurden, auf die ich jetzt gleich kommen werde, wirklich auch nur auf rohes Obst, das nicht durch Erhitzen beschädigt wurde, so wie es die Chinesen konsumieren, anwenden, weil ja Chinesen untersucht wurden und keine Europäer. Na? Also ganz wichtig, die Studie wirklich rohes Obst. Als erstes der systolische Blutdruck, glaube ich heißt der Blutdruck, sag ich mal, war um 4 mm Quecksilbersäule, das ist der Wert, niedriger bei den Menschen, die einen hohen Anteil an rohem Obst verzehrt haben. Weiterhin, und das ist besonders zu betonen, der Blutzuckerspiegel war um 9 mg pro Deziliter niedriger. Gerade dieser Fakt entblößt die schiere Inkompetenz vieler deutscher Ärzte, die bei Diabetes immer noch vor Obst warnen, nur weil sie kurzfristig den Blutzuckerspiegel anheben. Diese vielen positiven Effekte, die das Obst hat, die tun das Ansteigen, das kurzzeitige Ansteigen des Blutzuckers negieren bzw. Die positiven Effekte überwiegen einfach. Die Warnung, die oft ausgesprochen wird von dem bösen Fruchtzucker, die auch in gesundheitsbewussten Rohkostkreisen kursiert, ich denke an Angelika Fischer zum Beispiel, das ist einfach nicht haltbar und meist nur aufgrund individueller Verträglichkeitsproblematiken entstanden oder einer generellen Aversion gegen Zucker. Aber Zucker ist Energie pur und extrem wichtig für unseren Körper. Wenn man es biochemisch runterbricht auf den hohen Anteil an Verwert und in Energie umwandelbarer Potenz, dann kann man sogar sagen, dass Zucker energetisch betrachtet das wichtigste Lebensmittel überhaupt ist. Bam! Aber wie bei allen Dingen nur in seiner natürlich vorkommenden unzerstörten Form, also nicht der Haushaltszucker. Das bedeutet eben zum Beispiel in frischem Obst. Aber wir sind natürlich noch nicht fertig mit der Auswertung von der gesamten Studie. Chinesen, die täglich Rohkost in Form von frischem Obst zu sich genommen haben, hatten ein, und jetzt bitte auf der Zunge zergehen lassen, 40% niedrigeres kardiovaskuläres Sterberisiko. Das bedeutet, Leute, die auf Reis, Nudeln und andere gekochte Nahrung fokussieren und nicht jeden Tag frisches, natürliches Obst zu sich nehmen, sterben fast doppelt so häufig an kardiovaskulären Erkrankungen, also der Todesursache Nummer 1 in fast allen Ländern der Welt, auf jeden Fall bei uns in Deutschland. Generell
hatten die rohen Obstesser ein um 34% vermindertes Risiko auf schwere koronare Ereignisse, ein um 25% vermindertes Risiko eines ischämischen Schlaganfalls und ein um 36% vermindertes Risiko eines hämorrhagischen Schlaganfalls. Hämorrhagisch bedeutet das Blut betreffend. Aus der Studie geht hervor, dass pro Jahr in China 560.000, also über eine halbe Million Menschen, das Leben nicht verlieren müssten, wenn sie täglich auf die Rohkost zurückgreifen in Form von, in der Studie, rohem Obst. Eine halbe Million Menschen pro Jahr, alleine in China. Gut, China hat jetzt aufgrund der Überbevölkerung da jetzt kein explizites Interesse daran, aber es geht ja letztlich darum, dass ihr dass ihr für euch persönlich, ihr dieses Video schaut, euer Leben qualitativ hochwertiger gestalten wollt und eben auch diese Qualität bis ins hohe Alter erhalten möchtet und nicht mit Schlaganfall irgendwo in einer Ecke des Raumes vor euch hin sabbelnd dahin vegetiert. Daher nochmal ist der Hinweis, nein, vegan reicht nicht aus, um das Optimum an Gesundheit zu erhalten. Gerade weil wir die Lebensmittel und ihre unzähligen sekundären Pflanzenstoffe noch alle gar nicht bestimmt haben. Also noch gar nicht das Wissen erarbeitet haben um die Lebensmittel, sondern es muss eine naturnahe Ernährung sein und dazu zählt eben neben dem Fakt, dass diese Ernährung pflanzlich ist, auch dass diese Ernährung möglichst unzerstört ist und Kochen zerstört die Nahrung. Und die Studie ist jetzt nur auf frisches Obst bezogen, aber ich bin mir relativ sicher, dass selbiges auch für rohes Gemüse gelten würde. Und nein, ihr müsst jetzt keine Panik schieben und alle 100% Rohköstler werden, aber ihr solltet die Fakten kennen. Und wissen, dass umso höher ihr den Anteil an rohen Obst und Gemüse haltet in Relation zu diesbezüglich minderwertiger Nahrung wie Reis und Nudeln, umso gesünder seid ihr. Von Giften wie Fleisch, Tabak und Alkohol rede ich jetzt erstmal gar nicht, sondern ich wende mich mit diesem Statement, mit diesem Video an die Menschen, die bereits schon durch die immer schneller und größere Informationsdichte erkannt haben, dass pflanzliche Ernährung sowieso erstmal die grundsätzliche Basis einer gesunden Ernährung darstellt. Aber sie ist nicht generell per se das Optimum und ich wiederhole mich jetzt gerne noch einmal, ihr müsst auch nicht das Optimum erreichen wollen. Ich habe das in so vielen Videos schon gesagt, eure Lebensnutzenfunktion ist nicht 1 zu 1 wie eure Gesundheitsnutzenfunktion. Vielleicht ist sie das, aber ich sag mal, generell ist sie das nicht. Das bedeutet, dass es nicht für jeden sinnvoll ist, seine Gesundheit unter allen Umständen zu maximieren und das Optimum der Ernährung für sich selber herauszufinden. Ich mache das auch nicht, das Herausfinden ja. Und das ist auch falsch der Satz gewesen, denn es ist schon optimal das herauszufinden, aber diese Umsetzung, das ist nicht optimal für jeden. Wie gesagt, ich mache das auch nicht, sondern also sonst würde ich auch auf Kartoffeln, die ich hin und wieder jetzt auch wieder esse als Monomahlzeit, auch wieder verzichten und würde auch nie wieder einen Schluck Cola anrühren und so weiter. Aber meine Lebensnutzenfunktion besteht eben aus sehr vielen Komponenten und das ist bei euch genauso. Und der wahrgenommene Genuss spielt da auch eine Rolle, Bequemlichkeit, auch der Geschmack. Aber es ist wichtig zu wissen, dass man etwas isst, was nicht optimal ist und sich bewusst für eine nicht optimale Ernährungsweise in diesem Moment entscheidet. Und das Wissen ist nun mal, dass das Rohkost oder in dem Fall jetzt rohes Obst absolut katalysierenden Charakter für eine gesunde Ernährung hat. Und wie ich schon sagte, analog wird das für das Gemüse genauso gelten. Also, keine Obsttorte oder irgendein Kuchen, ein Dessert oder was auch immer auf den Tisch, sondern das Obst möglichst einfach in seiner puren Form genießen. Wie ihr das Obst am besten lagert, dazu habe ich euch ja bereits ein Video gemacht und ja, das solltet ihr euch eigentlich unbedingt mal reinziehen, das findet ihr oben in den Infokarten. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das auf der anderen Seite hier tun und nichts von den aktuellen Informationen rund um eure körperliche und geistige Gesundheit zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.